So, jetzt nochmal herzlich willkommen zum Stream. Ich freue mich, dass ihr da seid. Beziehungsweise zum Video. Manche gucken sich das ja auch auf YouTube an. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Wir haben uns ja gestern das letzte Mal gesehen. Ich hoffe, es läuft alles, denn ich nehme gleichzeitig auf, sodass YouTube die volle Qualität hat und Twitch halt nur die Streaming-Qualität. Bin mal gespannt, ob das alles so butterweich läuft, wie ich mir das denke. Ich hätte wenigstens Steam starten können. Derzeit können wir ja noch. Ah ne, wir bleiben einfach so. Wir bleiben einfach so. Dann ist alles gut. Weil so erspare ich den Leuten dann die 6-7 Minuten Vorlaufzeit. Weil das ist ja meistens so, dass in meinen Videos auf YouTube ist es meistens so, dass diese Vorlaufzeit mit drin ist und das will ich euch so langsam mal ersparen. Deswegen machen wir das auch mal so. Würde ich mal sagen. Testweise können wir das mal so machen. So, es müsste auch alles passen, ja. Und sobald Risen durch ist, spielen wir auch die Mo Edition weiter von Gothic 2. Schwarzes Bild. So wie ich auch. Ich habe auch schwarzes Bild. Also nicht wundern. Jetzt geht's los. So. Schnellspeicher hier. Wir laden nicht den Teststand, weil er war ja für was anderes gedacht. Süß, mein Kater schläft. Der ist süß. Liebt, dass man die Heizung warm ist und du kannst so deinen Arm drauflegen. Aber herrlich. Kennt ihr das? Wenn man den Arm so drauflegen kann. Oh, schön. So. So, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben. Muss mir mal alles hinrichten. So. Aber wie bin ich denn hier hochgekommen? Naja. Ob das gut geht? Wir springen da drüben drauf. So. Hier runter. Sehr fein. So, uns fehlt noch eine Platte. Da hätten wir alle vier, die wir brauchen. Ah ja, da haben wir auch noch. Neue Amulette, so, warte mal, hier müsste es dabei sein, die Kristallplatten. Nee. Sind sie denn? Da. Die Kristallscheiben, Entschuldigung, keine Kristallplatten, aber. Ach, guck mal, das könnte man sogar komplett mit der Tastatur spielen, wie strange. Aber irgendwo müssten wir noch einen Tempel haben, den wir noch nicht begangen sind. Teleporter, Banditenlager, Ebenentempel. Was war denn der Ebenentempel? Ah ja. Da sind wir doch schon mal.
Ich will immer noch da hoch. Einfach mal so. Oh. Warum schwer eine Grabmode? Ah, da habe ich noch gar nicht gelootet, die Schweine. So. Da unten war auch noch ein Eingang in da, ne? Gehen wir mal da runter. Eile haben wir doch jetzt auch. Warte mal hier. Ja. So, auf geht's. Alles hier mit. Meiner Pflanze. Zack. Ja, Mikro habe ich an. Sehr gut. So, wo war denn? Da hinten war der Eingang, oder? Da, ja. Da ist auch noch eine Motte. Da sind wir ja nicht rein, wegen. Afrez haben wir ja auch wieder, ne? 24 Stück, Levitation mal weg. Ich habe nicht mehr genug Mana. Ja, ah, kriegst du. Da war ja auch irgendwas. Ah. Kampfred, helf mir ein bisschen. So. Ja, das war, glaube ich, gar kein Ghoul, ne? Oh. Oh, falsche Waffe. Das ist alles cool. Ja. Fred, du bist jetzt keine große Hilfe. So. Hauptsache, er haut mal auf mich drauf bis zum Gehtnimmer. So. Ah, der geht einfach so auf. Ah, schwache magische Heilung. Okay. Wie viel altes Wissen haben wir denn? Auch 116. Entschuldigung, Weisheit. So heißt es ja hier. Da ist noch eine Pflanze. Ist ja nicht das alte Wissen. Ist ja was anderes. So. Da ist nichts mehr, soweit. Kampfred! Die Qualität sieht aber heute echt gut aus. Finde ich ja super. Und nebenbei nehme ich. Ah, ich wollte die Festplatte anschließen, dass es da speichert. Ich weiß nicht, ob es speichert. Scheiße. Okay, gut. Lass dich nicht aufhalten. Wir werden sehen. Ja, gut. Fred, komm! Komm, mein Freund! Auf geht's! So. War hier noch irgendwas? Ich glaube. Ah, hier war auch noch eine Höhle, stimmt. Komm. Da waren ja die Wölfe drin, ne? Da war nichts mehr, ne. Ey, die Stream-Quali ist echt gut heute. Gibt's ja nicht. Was denn da los? Irgendwie, da passt heute irgendwas nicht. Irgendwie. Vielleicht will mein Rechner einfach. Vielleicht hat er einfach. Aha! Ja, genau. Aber der ist ein bisschen stärker. So, das war ein Ripper. Aber hier ist ja nichts. Eine Mana-Pflanze. Okay, wahrscheinlich für die Goldbrocken. Einfach mal da reingehauen. Das hat sich gelohnt. So. Ansonsten war hier ja nichts mehr großartig, ne? Ne, da war ja schon der Ausgang, ja. Komm, Fred, auf geht's! Kommt der hinterher? Ja, der rennt ja auch mit. Stimmt.
Achso, die Höhle haben wir auch. Angriff. Ein Keiler weniger. Da ist noch ein Wolf. So. Ich hoffe halt, dass die Aufnahmen nicht auf C speichern, weil dann kann es ganz schnell passieren, dass wir Probleme haben. Wer kennt es nicht, wenn die Festplatte C voll ist? Ich störe das da draußen, dass ich da immer irgendwas sehe. So, besser. So, auf da hoch. Komm, Fred, mach mal so platt die Viecher. So. Die sind ja schon lang keine Herausforderung mehr. Aber hier hat man jetzt auch nicht mehr irgendwie viel. Wir haben nur noch die Adern, die wir abernten können. Ich brauche halt diese komischen Schallplatten da. Mehr ist nicht zu holen. Die Teller, die Goldplatten. Da war ja nichts mehr. Die hatte ich ja, ne? Ja. Hatte ich. Gut. Gehen wir mal Ich habe da. nicht mehr genug Mana. Ja, komm, beruhig dich. Hier aber auch nur eine Goldader, okay. Das hat sich gelohnt. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, oder war das am Ende? Wartet mal. Hier war doch der Wasserfall und da war eine rote Barriere, oder? Kann das sein? Hat das auch noch eine? Habe ich die schon? Ne, die habe ich noch nicht. Kann das sein, dass da eine rote Barriere war? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Nette Ausbeute. So. Ansonsten ist hier nichts mehr, jawohl. Ja, wo sind wir denn? Gerade. Ja, komm, lass uns da schnell. Ah ja, egal, ich habe genug Freds. Wo muss ich da hin? Wir sind dann. Das ist Westen, okay. Planetenebene, Hafenstadt Nordost, Südwest. Ost, Ostküste, Nord. Ah, guck mal, westliche Ruinen. Aber doch was. Ach ja. Okay, gut. Wirklich, wie weit ist immer da nicht gekommen? Ich dachte, wir kommen eigentlich irgendwie da runter. Dann haben wir noch die Quest von Patty, die dürfen wir nicht vergessen. Bist denn du da für einer? Verdammt, jetzt hast du mich doch erwischt. Du bist Vasili, einer von Romulus Männern. Jo. Ja, verdammt. Du hast mich nicht gesehen, ja? Wieso? Romanov wird mir den Kopf abreißen, wenn er erfährt, dass du mich gesehen hast. Oh. Ich sollte mich unauffällig verhalten. Du solltest gar nicht merken, dass ich hier bin. Was machst du hier draußen? Ich soll dich beobachten. Mein Boss will, dass alles glatt geht. Was soll das heißen? Er will, dass du den Kram für Patty erledigst, ohne dich dabei umzubringen. Aha. Was versprecht ihr euch davon, mich zu verfolgen? Du bist auf der Suche nach dem großen Schatz. Woher willst du das wissen? Jeder, der von Stahlbarts Schatz je gehört hat, weiß, dass Patty auf der Suche nach ihm ist. Und du bist oft genug mit Patty zusammen gesehen worden. Die Alte bleibt beim alten Friedhof am Westhang und du ziehst mit einer Schaufel über die Insel. Na? Nur ein Idiot würde nicht sehen, was ihr beiden vor. Ja, Vasili. Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Dass du ein ganz, ganz dummer Bub bist. Das würde ich sagen. So. Da gehst du nur da hoch, naja. Da ist auch nichts. Ich gucke immer, ob ich irgendwo Verstecke vergessen habe. Aber ich habe
glaube ich, vergessen. Steh auf, Fred! So. Genau, da haben wir noch eine Ader. Jetzt können wir voll die Goldadern und alles plündern. Ein Edelstein. Weil damit können wir Ringe und so machen. So. Ne, hab ich schon. Ich dachte, das wäre einer, wo ich keinen Schlüssel benutze, wo ich einen Schlüssel bräuchte. Klack. 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 Mir ist nicht zu holen. Ja. Zu meiner Pflanzer. Hier war auch nie was, ne? Nee. Schwierig, wenn man wasserscheu ist, ne? So. Noch viermal Barriere öffnen, habe ich, das muss ich mir merken. Nicht, dass da irgendwann mal was schief geht, du. So. Ja, genau, da unten. Also die Frage ist, war es eine blaue Barriere oder eine rote? Das ist immer eine gute Frage, ne? Ja. So. Nautilus nehmen wir mal alles ab. Und da mal nichts mehr. Aber ich glaube, hier war es schon. Da war ja eine Aschebestie, ne? Genau, da konnte ich nicht hinterfliegen. Das ging ja nicht. So, hier war nichts mehr. So. Da konnte man noch hoch, aber das war ja auch nichts mehr hier. Nee. So. Zack. Da war ich ja auch schon. Wie bin ich denn hier hingekommen? Das sieht mal aus, als wäre ich da schon gewesen. Oh, wie dumm! Hauptsache mal Levitation verschwendet. Ja, war ja ein Ghoul. Da waren mehrere Ghoule. Ah, es war eine blaue Barriere. Scheiße. Da kamst du ja. Oder? Hi Gott. Nee, das ist Schluss, ja. Ach, Kacke. Mit den Barrieren zerstören kriegst du ja das nicht hin. Nee. Scheiße. Jetzt dachte ich, das wär's. Verkackt. Eine Platte fehlt uns noch. Das hat sich gelohnt. So, warte mal. Ich will mal kurz was gucken. Ohne dass ihr gleich ausrastet. Nur mal kurz gucken. Das sind sogar 5.
4 habe ich, ne? Okay, die Piratenquest gehört dazu. Moin. Habe ich 4 oder habe ich nur 3? Wenn ich nur 3 habe, mir fehlt eine. Ach, die von Don, jo. Super. Also müssen wir die Piratenquest weitermachen. Da muss man erstmal drauf kommen. So, dann lass uns mal in die Hafenstadt, weil da müssen wir auch noch die Waffe abgeben. Die Obsidian-Waffe. So. Uff. Uff, uff. Na, wie war dein Stream noch? Ich hab's nicht mal ganz mitbekommen, weil ich war dann im Schlafzimmer, hab da aufgeräumt, weil ich da frisch gestrichen hab. Hey, Zuris, alter Gauner. Aber du hast nichts Neues. Nö. Gibt es was Besonderes? Nö. Alles gut, sehr gut. So. Ne, zu dem soll ich nicht. Wir haben niemanden gefunden zum Raid. Ja, das ist schade. Wo ist denn der Schmied? Wo gammelt denn der schon wieder rum? Da ist er nicht. Der schlägt mit seinem Schwert da um sich. Ne, ich war leider nicht da. Noch nicht. In der Zeit noch was gegessen. Ah ja, sollen alle gestorben sein. Wirklich alle. Ne, Dagel nicht. Wo ist denn der Schmied? Oh. Man sucht und sucht und sucht, wirklich. So. Ey, der Stream sieht heute echt wahnsinnig aus. Wirklich echt gut. Was gibt's? Ja, nix, ich will zum Sch Alvaro. Du willst dir doch wohl nichts einstecken. Nee, beruhig dich wieder. Ich such dort den anderen. Wer will denn zu dir, du Kacknase? Ja. Lass. Hast du noch so Feines? Du kriegst auch nichts mehr Neues rein, hä? Alter Gauner. Was ist los? Nix. Uff. Mir irgendwo durchgefallen. Schon wieder. Wo findet man denn den Schmied? Kann ich hier irgendwo schlafen gehen? Bis ich den jetzt finde? Wahrscheinlich nicht, ne? Da geht's ja gar nicht ins Bett, Scheiße. Fass hier bloß nichts an. Ah. Zeig mir deine Wache. Ja, da wird irgendwo vom Tagesablauf her woanders das sein, aber das ist ja echt kacke. Ja, ist ja gut, Konrad. In seine Kiste muss ich noch knacken. Die habe ich noch nicht. Und nochmal von vorne. Ah. Und nochmal. Und nochmal von vorne. Nochmal von vorn. Zack, 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 zack. Dietrich Oh. Es wäre aber frech hier. Geschafft. Gut, das hat sich nicht so gelohnt.
In der Regel hat man den eigentlich immer schnell gefunden. Ich meine, weil er meistens hier irgendwo da war. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu benehmen hast. Nee, weiß ich nicht. Deswegen renne ich ja durch ein fremden Haus. So. Auch nix. Doch, vielleicht ist da was zum Haier machen. Naja, da. So. Bis mittags. Lass mal schön hell hier haben. Uff, das ist aber ganz schön hell, du. Eieiei. Das ist das Einzige, was mich an Risen stört, dass das so hell ist und so. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Ist doch nicht normal hell hier. Der Schmied ist aber immer noch nicht da. Wird aber langsam juckig hier. So, ganz schön hell gerade. Das könnte sein. Ach ja, der Walder, hier. Hast du so ein Schwert schon mal gesehen? Lass mal sehen, ich kenne dieses Material. Das ist Obsidian. Damit habe ich auch schon mal rumgespielt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man daraus auch Schwerter machen kann. Es ist bei meinen Versuchen war der Rohling immer zu spröde und ist beim ersten Hieb zersplittert. Moment mal, siehst du das hier? Ich glaube, das sind Spuren von Gold. Vielleicht ist das die Zutat, die dem Schwert die nötige Biegsamkeit verleiht. Mhm. Dann kannst du mir also auch Schwerter aus Obsidian schmieden? Mit den richtigen Rohstoffen kann ich dir zumindest Rohlinge machen, die du selber schmieden kannst. Du meinst, du brauchst Obsidian? Und Gold. Ich mache dir einen Vor. Du bringst mir Obsidian ja. Und... Okay, hier. Ich hab... Oh. Nee. Ich hab... Ja, ein Handschwert, ja. Gib mir einen Obsid. Hier. Oh. Ja, gib mir nochmal einen. So. Und gib mir mal für so ein Bastardschwert, ja. So. Ganz erfreut war er ja jetzt nicht, ne? Ich zeige eine neue Schmiedekunst und er. Ich könnte das alles machen, wenn ich Lust und Zeit hätte. Ah. Ich müsste da mal dran. Hallo. Danke. Ah ja. Gute Arbeit. Fertig. Jetzt macht er das ja schon wieder. So. Kollege! Psch, 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 psch. Kannst du mal aufhören? Gibt's was? Was gibt's? Ich will da dran! Jetzt spielt er da hinten auch dran rum, ich fass es nicht. Eben hat er noch mit seinem Schwertchen gespielt. Ah ja, hier dran. Hallo.
Ach, am Arsch. Eieiei. Steck das Ding weg. Geht doch. Wir gucken mal, was das eine Schwert hat. Vielleicht ist er bis dahin fertig. Nee, das ist es nicht. Uff. Oh, ja, ganz schön schwach, du. Da habe ich ja weitaus bessere schon gefunden hier. Na ja, gut, bis der fertig ist, dauert noch Jahre. Bis dahin berge ich mal den zweiten Schatz. Oh, das ist aber ganz schön hoch, du. Ui, ey, hey, hey, hey. Ah. So ein sonniger Tag heute. Dann lass uns mal da auf das Bergchen gehen. Da habe ich schon ausgegraben. Jung. Oh. So, das ist eigentlich das, was mich interessiert. Auch in Zukunft, niemand an mein Gold zu schaffen mag, stelle ich tödliche Fallen auf, die jeden auf Anhieb töten. Zu öffnen, dieser Trick war eigentlich immer Barnabas Markenzeichen, dass er einmal selbst das gleiche Schicksal wie sein Opfer erleiden würde, wäre ihm sicher im Traum nicht eingefallen. Okay. Ah, da oben war ich ja auch noch nicht. Stimmt. Stimmt. Da ist bestimmt auch noch was. Hier oben war ich noch nicht. Ey, da wäre ich nie drauf kommen, Mann. Dödelü, was ist das für einer? Hey, Kollege. Jetzt kriegst du was aus. Ah, ja. Aber wohl ein Bandit. Ja. Jetzt nimmer. Das war's halt ein Bandit. Die Stacheltunden. So. Für was ist nochmal die Minze? Minze, keine Ahnung. Ich hab einen Stein gehört. Wo geht's da hin? Hafenstadt, alles klar. Ja. Schon der Kiste schon dran? Ja. War man auch schon dran? Aber da war man noch nicht. So, Seegeier weg. Und noch ein Wölfchen, ne? Da liegt ein Schwert. Komm. Ja. Ja. Ist jetzt irgendwie ein bisschen tief, habe ich das Gefühl. So, so sollte es besser sein. Sollte man mich auch besser sehen. Fällt mir gar nicht so auf.
ich immer ein bisschen tief bin. Ich überlege, bei meinen ersten Videos bzw. Streams mit Kamera habe ich auch immer so in der Kamera gesessen. So vom Mikro in der Kamera gesessen. Ah, habe ich eigentlich so gut wie nichts gesehen. Aber man hat mich so gut wie nicht gesehen. Aber gehört. Aha. Feuer. Eine Höhle. Schönen Ausblick. War ich hier vielleicht doch schon mal? Nee, doch, das war... Ach. Irgendwie ist das Spiel komplett zu hell, irgendwie, habe ich das Gefühl. Stimmt doch irgendwas wieder nicht. Egal, für euch sieht es gar nicht so hell aus. Gott sei Dank. Ah, ein Edelstein. Edelstein, du. Stimmt, da war ja diese Abgrenzung. Aber da drüben war ja nichts mehr, ne? Levitation haben wir zwar immer noch. Ach ja. Das ist komischerweise ein Vieh. Oh, da ist noch eins. Ja. So. Ein Grab. So enden wir alle mal. Ja. So, aber ansonsten war hier nichts mehr. Großartig, ne. Oder kann man da hoch? Nee, oder? Nee. Hatte keinen Sinn. Ja, kommst ein Stück hoch. Das war schön an Gothic 3. Du konntest überall hoch, um zu gucken. Wirklich. Am Anfang war auch nichts. Hallo, stopp. Sagen kann vielleicht da irgendwo. Ne, da war nichts. Oh. Wir gehen mal. Wo sind wir denn hier? Südostkiste. Ah ja. Guck mal da. So ein guter Startpunkt, um weiter zu gucken. So, Fred Wald, auf geht's. Ja. Ja. So. Der hat mir meinen Arsch getreten. Ah, eine Ogerwurzel. Das ist schön. Was haben wir hier? Aha, da habe ich was gefunden. Da will ich gucken, was da ist. Die Sau. Manchmal finde ich das Kampfsystem so happig. Also hektisch. Passt eher vielleicht. War ich da schon? Ich glaube, da war ich auch noch nicht. Hey, komm. So. Und da haben wir noch an der... Ah, und wir haben auch noch die Höhle an der Küste. Jo.
Ne, da war ich noch nicht. Ah, unten ist auch noch was. Uff. Fredwald, du machst das. Easy, komm. Oh, es reicht mittlerweile. Ja, sehr toll. Na gut, dass ich noch Gegende finde, wo ich noch nicht war. Na ja, da ist noch was. So, ja, da sind auch noch die Skelette. Gnome, Skelette, alles dabei. Fred, das wird jetzt Action, du. Feuer frei, in den Kopf. Fred, das machst du. Sag ich doch. So. Schlag zu. So. Guck mal, die gucken schon, die Schweine. Heldenkrone. Sonst ist hier nichts mehr. So, komm. Lass uns die wegballern hier. Oh, die kommen ja alle auf einmal. War nicht schlecht. Sau. Oh, das war ja meins. Man sollte den Fred vielleicht optisch ein bisschen anders gestalten. Ich denke immer... Oh, scheiße, ist noch ein Skelett und will zuhauen, aber es geht ja nicht. Ja. Das ist noch so ein Vasallencamp. Ah, da hinten ist noch ein Punkt. Immer schön gucken. Der Dietrich ist hin. Ja. So. Jawohl, nehmen wir doch mit. Genau, und da unten ist das andere noch. Abgang! Oh! Aber der Burgherr! Oh, was eindringen? Ich hab alle. Aha, Mana-Trank. Dann noch so eine Wurzel. Und nochmal von vorne. So dumm. So logisch, wenn die anderen. Aber ja. So, dann haben wir hier da noch was. Ob wir darüber hupsen können. Das sein könnte, dass ich ins Wasser falle. Hätte ja sein können, Mann. Ja. Leute, wie geht's euch so? Ich fühle mich immer so einsam hier im Stream, weil ich nicht mehr zum Erzählen habe. Ganz, ganz einsam. Ja, ganz, ganz einsam.
Okay, was haben wir hier? Kleiner Schild. Rostiger Zweihänder. Gold. Gold. Eile. Als Rune. Jawohl, so muss das. So. Und wie kommt man zurück? Mit der letzten Levitation, die ich habe. Super. Warte mal. Aus Temmes südliche Ruine. Ich bin jetzt Südosten. Südküste. Hier. Ja. Ja, das ist schade. War das hier? Hier? Nee. Oh, jetzt bin ich ja ganz falsch. Oh. Ganz, ganz falsch. Da sind wir wieder richtig. Ich meine, wir können uns ja jetzt Schriftrollen... falsch, da hinten ist es. Schriftrollen schreiben. Das ist ja jetzt kein Problem. Ich würde eher gern die Siegel lernen. Ich glaube, das ist da nicht so... Da müsste eigentlich auch ein Sprung gehen. Das ist ein blauer Wolf. Eieiei. Ja, hier. So, und Jump. Ja. Der macht deutlich mehr Schaden, der kleine Stricher. So. Ah ja. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Bin ich denn hier? Irgendwo in einem Wald. Kleiner Drecksack. Irgendwo, wo ich auch noch nicht war. Ah. Ach ja, ich weiß, wo ich bin. Da habe ich mir den Helm geklaut. Uff. Den Helm, den ich jetzt anhab. Nee, ich bin beim Don, bei den Banditen. Nette Ausbeute. Das ist wahrscheinlich wieder eine leere Kiste. Der Dietrich ist abgebrochen. Wer sagt's? So. Oh nee. Da ist was drin. Krass. In anderen Kisten war nichts drin. Okay, das sind wahrscheinlich dann Standards. So, da müssen wir noch hin, das weiß ich. Da noch. Was ist? Das ist halt. Risen habe ich bis jetzt einmal gespielt. Ne? Das ist jetzt mein zweiter Durchlauf, den ich jemals gemacht habe. Ich habe es damals gespielt. Ich weiß gar nicht. Hey, Magiefeil. Oh Gott. Ein Jahr nach Release habe ich es, glaube ich, gespielt. Da habe ich es ergattert. Die Collector's Edition von Risen für 15 Euro oder so. Und da war dann Gothic 3 und so mit bei.
Daher, dass ich eh so ein chronischer Gothic 3-Sammler bin, ich glaube, ich habe 4 oder 5 Versionen von Gothic 3. Habe ich es nur einmal durchgespielt, weil ich finde, das hat keinen Wiederspielwert. Und ich hätte auch gern mehr Mods installiert. Aber dank daher, dass die Modder-Datenbank online ist und die aktuell offline ist, ist da nicht so viel mit. Da war ich auch schon. War ich da schon? Ach ja. Kommt mir alles so unbekannt vor. Also das nächste Mal, wenn wir in der Vulkanfestung sind, ganz dringend Eile machen. Und ganz, ganz dringend, wie heißt's? Levitation-Trauma und irgendwas, was noch. So, wieder eine Stufe aufgestiegen. So, ist hier vielleicht noch irgendwie ein Kreuz von Stahlbert? Nee, ne? Nee. So, Reißlos. Ah, die Tränke können wir jetzt auch machen. Erfahrungstränke könnten wir jetzt produzieren. Ich weiß gar nicht, brauchen wir dafür eine Heldenkrone? Ah, nee, guck mal da. Uiuiui, da können wir ja völlig Eskalation machen, was Tränke angeht. Aber jetzt können wir auch da unten rein, weil da war noch eine Höhle. Aha, was bist denn du für einer? Wieder so ein 0-15 Gegner oder? Aha. Hey du Spinner, warst du schon auf der kleinen Insel? Nein. Du schon wieder? Hast du nicht schon genug aufs Maul gekriegt? Ha, du wirst dich noch wundern, du Großmaul. Warum soll ich auf die kleine Insel gehen? Verstehst du nicht, was? Pah, du Landei, das ist der ideale Platz, um etwas zu verstecken. Ah. Wenn schon ein Hund wie du auf die Idee kommt, dort nach einem Versteck zu suchen, dann ist es kein gutes Versteck. Kann schon sein. Ich sage dir, du wirst dort finden, wonach du suchst. Wir werden sehen. Was willst du eigentlich hier? Wenn es nach mir ginge, würde ich dich den Würmern zum Fraß vorwerfen. Ach so. Aber Captain Romanov will, dass ich darauf achte, dass dir nichts passiert, während du nach Stahlbarts Hinweisen suchst. Und was Romanov sagt, wird gemacht. Du sollst also auf mich aufpassen. Da fühle ich mich ja gleich schon viel sicherer. Mach hier keine großen Sprüche. Sieh zu, dass du den nächsten Hinweis findest. Woher... Du machst so einen Radau, wenn du... Ja. Wo die Spatzen pfeifen. Ja, okay. Der nervt mich jetzt schon wieder. Da hinten ist noch eine Truhe gewesen, ja. Oder war ich da überhaupt? Muss mal gucken. Da war ich auch schon dran. Da weiß ich alles gar nicht mehr. Ich hab's erst gemacht und... Manchmal bin ich so verkorkst. So. Freddy Fredwald. Komm. Erhebe dich. Ah, ein paar Mischler da. So. Oh, Muschel. So. Ja, gucken. Gibt es auch einen regulären Eingang? In diese Höhle rein. Dann haben wir noch einen Mana-Pilz. Dann noch ein Heilkraut. Ich glaube nicht, ne? Nee. Okay. Komm, Fred. Der Fredwald. Ah, gehen wir mal da hoch. Da war ja dieser komische Skorpion da. Aber bis zum letzten Zeitpunkt habe ich den ja nicht gepackt. Fred, komm. Lass mich nicht in den Stich.
Oh, nö. Ich wollte dich doch looten. Looten wollte ich den, aber der wollte nicht, dass ich ihn loote. Halbwurzel. Aha. Da ist noch eine Kiste. Die hatte ich auch, oder? Ja, natürlich. Da unten sind Skelette. Das weiß ich. Ja, da muss da. Da gibt's bestimmt einen Eingang. Ah ja, guck mal, da hinten ist die Kiste, die wir gesucht haben. Die habe ich auch schon ausgegraben. Anscheinend. Yep. So. Und da geht's in die Höhle rein. Na, guck mal, was da am Muscheln ist. Vielleicht finden wir ja noch ein Perlchen. Dumm gelaufen, ja, ja. So. Ich weiß gar nicht, was war denn da drin? Außer riese Erdbebe. Ah, Jungs. Uff. So, Fred, super. Ah ja. War hier noch irgendwas Spannendes? Ah ja. Da. Nochmal von vorn. So einfach. Geht doch. Aber manchmal verstehe ich die Kistencodes nicht hier. Aha. Aha. So, das Schwert durch Sturmwind. Ich gewusst, dass es nur zwei Skelette wären. Dann wäre ich auch einfach reingerupst. So. Hier ist sonst nichts. Ne. So, Vasili war ja an dem anderen Ende. Da war ja auch noch irgendwo eine Kiste dann. Ja. Eine Mupfel. Schöne, teure Mupfel. So. Ich warte nur, dass mich ein Wurm wieder frisst und dann wieder ausspuckt. Oh. Erika? Ich war auf der kleinen Insel. Ich habe auch einen von Stahlbarts Hinweisen dort gefunden. Okay, dann ist mein Job hier... Welcher Job? Du hast doch gar nicht... Du lebst doch noch, oder? Ja. Mach besser, dass du weiterkommst. Du bist noch nicht fertig mit deiner... Was ein Arschloch. So... Wir haben drei Hinweise. So, Fred? Ja, da kommt er. Haben da angerast, wie so ein Tier. Ich weiß, hier sind noch Ghule irgendwo versteckt. Deswegen laufe ich hier gerade lang. Und dann gehen wir mal schnell in die Vulkanfestung und holen uns mal ein bisschen Eile und so ein Krams. Kommst du? Da waren Ghule drin. So. Ach, die machen wir mittlerweile keine Angst mehr. Am Anfang ist das immer so kritisch, wenn man Ghule sieht. Oh fuck, was ist das? Und dann geht's ab. Aha. Habe ich hier gefunden. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ah ja.
Das nenne ich wirklich mal Party. Nimm immer diese Babytränke dabei. Nee, Fred, nicht du. Der da noch. So. Kleiner Bernstein. Noch eine Rune. Minze. Aha. Was war das? Ne, es war wieder hier. Ja, hier. Hier? Ne, wenn, dann war die hier. Ne, was war das denn? Doch ein da. Nein, 1, 2, okay. Runenmagie. Super. Ich finde so Partys, ja. Jetzt, weil ich Party gelesen habe. Ich finde so Höhlen in Risen, die machen keinen Spaß, die irgendwie zu untersuchen oder zu finden oder irgendwie. Weil die sind meistens so langweilig. Ich meine, die Aufmachung ist geil mit diesen komischen Dingern da und alles. Aber ich finde die meistens so langweilig aufgebaut. Weiß nicht. Da ist nichts, was mich catcht. Und dann sagt, ey, da musst du reingehen. Ich mache das einfach nur, weil ich einfach Höhen liebe. Und ich finde, da hätten sie echt mehr rausholen können. Da war ich ja auch. Da war ja auch nichts mehr. So, da hinten bin ich ja hergekommen, genau. Ganz auch, ja, genau. Ja, ein Gegner. So. Hey. Nicht so frech. Ja. So. Da sind noch Bären. Ich habe einem untoten Burgherrn diesen Vasallenring ab. Er sieht genauso aus wie deiner. Dann könnte es tatsächlich mit meinem Ring zu tun haben, dass die Untoten mich aufsuchen. Ja. Zumindest ist das schon mal ein Hinweis. Oh Mann, hätte ich dieses verdammte Ding bloß nie Such bitte weiter. Wo einer ist, sind wir. Ja. Der untote Burgherr Patroskon ist erledigt. Du hast ihn zerstört? Ja. Dem Himmel sei Dank. Dann müsste der Fluch ja gebrochen sein. Wie sieht's denn mit den Vasallenringen aus? Ich hoffe, du hast sie. Scheint so, als ob nur untote Burgherren einen Vasallenring haben. Außer bei dir habe ich sonst nirgendwo einen gefunden. Was kann das bedeuten? Ich vermute, dass dein sprechender Geist Patroskon den anderen Burgherren diese Vasallenringe gab, um sie damit kontrollieren zu können. Aber irgendwas ist dabei schiefgelaufen und hat sie allesamt zu Untoten gemacht. Was habe ich damit zu tun? Als du den Vasallenring gefunden hast, hat Patroskon versucht, Kontrolle über dich zu erlangen. Deswegen hattest du in der letzten Zeit immer nachts seine Stimme im Kopf. Oh Mann, wo bin ich da bloß reinge... Ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Du musst mir helfen, hörst du? Was bekomme ich eigentlich von dir, wenn ich dein Problem löse? Alles, was ich habe. Und wie viel ist das? Es wird sich für dich lohnen. Das will ich hoffen. Ich hoffe wirklich, dass... Ja, ich hab dir schon geholfen. Ja. Du kannst dich entspannen. Dem Himmel sei Dank. Ich bin erlöst von diesem elenden Fluch. Ich habe diesen Wahnsinn fast nicht mehr ausgehalten. Das werde ich dir niemals vergessen. Ja. Wie kann ich das bloß wieder... Erstmal gibst du mir die Ringe wieder. Richtig. Was? Ich bin doch nicht verrückt. Jetzt, wo ich sie alle habe, gebe ich sie nicht mehr her. Nein. Ich habe da was Besseres für dich. Gold und einige Spruchrollen, die ich gefunden habe. Aha. Wie du kann damit sicher mehr anfangen als ein Bauer wie ich. Ja. Ich frag dich jetzt mal nicht, wo du die jetzt wieder her hast. Nein, besser nicht. Okay. Viel Glück bei deinen Streifzügen. Ja. Ich gebe mir Mühe. Und melde dich mal bei deiner Ma. Mütter stehen aufs. Ganz bestimmt. Also auf Wiedersehen. Und vielen Dank nochmal, mein Freund. Ah, ja. Das ist mein Käse. Mein Brot. Hast du es verstanden? So.
Jetzt, nachdem ich ihn da ganz schön Feuer unter der Hütte gemacht habe, ist er jetzt. Kann ich die Seerose einsammeln? Nee, sieht, sah gerade so aus. Das finde ich zum Beispiel wieder schön in dem Spiel. Ja, sonst einen kleinen Schrein und so. Das ist wiederum wieder schön, ja. Oh. Kann ich hier irgendwo Fuß fassen, wo ich sein könnte? Genau, Seebären. Da waren wir ja überall. Und runter. So, da muss ich ja dann nimmer runter. Da ist der Händler. Hast du noch irgendwas, was für mich brauchbar wäre? Diamanten nehme ich mit. Beide. Komm, wir verkaufen mal ein bisschen was. Weil die Waffen hier, die machen ja alle nicht so wirklich Sinn. Da können wir ja alles Mögliche verkaufen. So, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn. So. Jo, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ja, alles weg. Ja, ja. Die Frage ist, hebt man diese Axt hier auf oder tun wir sie weg? Die Axt ist ja schon cooles, aber das brauchst du ja eigentlich nicht. So, das ist der alte Helm. Den brauchen wir auch nicht mehr. Das ist die alte Rüstung. Die brauchen wir auch nicht mehr. Die Schilder können alle weg. Ja, das brauche ich nicht mehr. Schutz vor Feuer, Schutz vor Dings. Habe ich hier mit bei. Weg. Den Schmuck heben wir mal auf. Den könnten wir ja gebrauchen. Den Stärkering brauche ich nicht mehr. Ach, guck mal, ich habe hier noch so einen Mana-Trank. So, Waffen, Rüstung, Tränke. Da habe ich jetzt nicht. Da will ich erstmal alles behalten. Magie. Will ich auch erstmal alles behalten. Also. Ja, Dankeschön. Deswegen reich sind wir. Reich sind wir, sag ich euch. So, dann gehen wir mal dahinter. Gucken wir, ob da was ist. Und da ist noch ein Druiden-Schörling. Spinnenweben. Da sind wir ja schon wieder in der Vulkanfestung. Du hast... Was? Du hattest recht. Die Gnome ja. Du meinst den Gürtel? Gab es. Er ist tot. Ja. Ja. Kannst dich jetzt wieder entspannen. Danke, Mann. Ja. Du hast meinen Arsch gerettet. Möge die Heilige... Okay. Das ist alles keine Hilfe. Also ab in die Vulkanfestung. Wo ist er denn hier? Nee. Machen wir schnell die Schrift rollen, weil das sind wir auch schneller unterwegs. Und Tränke müssen wir machen. Tränke. Dass ich immer hier hinkomme. Jetzt ist nicht die Zeit zu reden. Es ist nicht die Zeit zu reden. Hinten bei Vasili müsste noch ein Grab sein. Ja. Keine Sorge, ich werde dich nicht aufhalten. Ja, ich weiß. Wollen wir Schriftrollen schreiben? Ich habe keine Schriftrollen mehr. Gibt's was Wichtiges? Nein, da hinten ist er. Ich. Ach, nur 10! Der hat halt auch eine Levitation, nehmen wir mal alle mit. Super. Dann würde ich sagen, gehen wir auf Eile. Ja, gehen wir mal auf Eile. So.
dich. Sehr geil. Ah. Dass der ein Trank noch reicht, gell? Jetzt nimmer. Hier irgendwo so ein. Da ist bestimmt so ein Alchemiepult, oder? Ja. Die gute alte Vulkanfestung, du. Aha, was macht denn der da? Beschad am Kiffer, hä? War ein schöner Ring. Habt ihr dich erwischt? Was gibt's? Nix, echt, alles gut. Eigentlich nur ein Alchemiepult. Ganz drin. Oh, da sind ganz viele Kisten drin. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Du stehlst? Oh. Das wirst du mir büßen. Wer sagt das? Oh. Er will mich ja gleich umbringen. Wo habe ich denn als letztes gespeichert? Aber irgendwo hier. Der will mich ja gleich umbringen. Übertreibt ja völlig. Völlig übertrieben. Kacknase. Spiel. Lade. Spiel, so. Da habe ich die Schriftrollen schon gemacht, ja. Ah, ja. Und noch einer, der kifft. Ja, was gibt's? Da war ich ja noch nie drin. Das ist der. Später vielleicht. Rufus. Ich hab da so einen Geheimgang gefunden. Warum schleichst du? Ich wollte... Ja, mir ist der Schlüssel runtergefallen, Kollege. Mehr war es nicht. Ich hab mich nur gebückt, nicht geschlichen. Mir ist einfach nur der Schlüssel runtergefallen. Kollege. Aha, hier kann ich drauflaufen. Auf den anderen ging's nicht. So. Irgendwer puncht doch hier. Ich hab mal überlegt, ob ich baden gehe. Der hat doch sicher. Warum bist du hier? Da wollte ich auch noch dran, du Arsch. Yeah, boy. Das sieht gut aus. Ja, die Schwerter sind ja cool, ne? Aber ist alles schwächer wie... Alles schwächer. So, wo kann ich denn? Wir sind hier im Kloster und haben nur einen Alchemietisch. Das ist sehr, sehr erbärmlich, Leute. Wollte ich nochmal mitteilen. Ich kann jetzt nicht. Du kannst nicht? Da noch irgendwo ein Hebel, ne? Aha. Okay, uns fehlen noch zwei Gräber. Nehme ich an. Chaka! Da war ja
Das war mein erster Tempel, wo ich drin war, ja. Das war ja beim Druiden. Oder? Ja. Nee. Nee, das ist an der... Ja, das Kraut. Ich dachte, ich wäre beim Druiden, Mann. Ich hab diesen Eilezauber benutzt. Aha, was sind wir hier? Da haben wir ein Grab gefunden. Einfach so aus dem Nichts, was? Namenloser Bandit. Hier ist was vergraben. Ja. Ah, das ist vergraben, du. Aha. Jawohl. Jetzt fehlt noch eins. Das andere muss ja unten an der Küste irgendwo sein. Aha. Hier hätte ich sogar hin levitieren müssen. Ah ja. Ja. Okay. Ich wäre im Lebtag nicht drauf gekommen, hätte ich nicht da jetzt ein bisschen geguckt. Oh. Irgendwann da, wo Vasili war, muss ja auch eins sein. So. Hier war nix mehr. Ganz am Anfang. So. Der war ja auch keins mehr, ne? Naja, wenn, dann finde ich es nicht. Es muss ja schon irgendwo beim Vasili sein, oder? Dann gehen wir zu der lieben Patty und gucken da mal. Ich hatte hier irgendwas rausgefunden. Romanows Leute sind uns auf den Fersen. Ich weiß. Seit ich die Stadt verlassen habe, folgen sie uns. Ich könnte schwören, sogar Romanow selbst vorhin kurz gesehen zu haben. Als er bemerkte, dass ich ihn sehen kann, war er wieder im Dickicht verschwunden. Ich sag dir, die Mistkerle führen irgendetwas im Schilde. Sei bloß vorsichtig, hörst du? Wegen der... Du hast recht. Die Gräber enthalten tatsächlich Hinweise. Na, wusste ich's doch. Tja, ich kenne meinen Vater. Was hast du gefunden? Hier, in diesem Hinweis steht der Name Fergold. Stahlbart hat ihn nach seinen Aufzeichnungen zu urteilen zusammen mit einer Truhe vergraben. Das klingt ganz nach meinem Vater. Wenn sich jemand gegen ihn stellte, dann war er erbarmungslos. Fergold also. Gut zu wissen. In diesem Hinweis ist die Rede von 6 Gräbern. 5 Meuterern, dem Schatz und einem Namen, Bulba.
Bulba. Ich kenne Bulba. Ein ganz übler Bursche. Hab nie verstanden, warum mein Vater sich mit dem eingelassen hat. Naja, ich hoffe, dass uns dieser Hinweis weiterbringt. Mach weiter, wir sind auf dem richtigen Weg. In diesem Hinweis hier schreibt dein Vater von Korgarn. Er hat offensichtlich mit Stahlbart zusammengearbeitet. Der Name kommt mir jedenfalls sehr bekannt vor. Kann sein, dass ich ihm sogar schon einmal begegnet bin. Gute Arbeit, weiter so. Hier, ein Hinweis, in dem von einem Barnabas die Rede ist. Weiterhin schreibt Stahlbart von einer tödlichen Falle. Ha, siehst du? Ich hatte recht. Manchmal ist mein Vater eben berechenbar. Merk dir den Namen und vergiss ihn nicht. Wir werden ihn noch brauchen. Wo? Keine So, mir fehlen noch Gräber. Ich habe nicht mehr genug Mana. Ja, okay. Hier muss irgendwo eins sein. Weil der da ist. Alles klar bei dir? Ja. Irgendwo muss eins versteckt sein. Aber hier ist keins. Und das Spiel ist so dunkel wie schon lang nicht mehr, ey. Wirklich. Ich sag's euch. Hier gibt's halt so viele Wege. Hier könnte überall was sein. Tut mir ja leid, dass wir so viel suchen müssen. Das ist nun mal Risen. Ja. Hier ist nichts mehr. Auch wenn es danach aussieht, aber. Geht noch die Treppe runter. Ja, da geht's in die Ruine selber rein. Ja. Und da selber war ja nix. Nein. Ja, lass mal die Fackel fallen. Es könnte jetzt sein, dass das Bett abfackelt. Warum denn? Ach du Scheiße. Nee, lass doch die Fackel da jetzt. Ja, da war ja auch nichts mehr, ne? Nee. Ja, das hat man ja. Da ging es dann nur hier runter. Das habe ich halt nicht verstanden. Warum es denn da runter geht? Fässer knarzen, das finde ich cool. Da ist ja auch nichts mehr. Da geht's runter. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Es ist bestimmt irgendwas unten an dieser Küste. Ich hab's einfach nur verpasst mit meinem Dollkopf. Muss sowas sein, ja.
Da ist nichts mehr. Magira, was machst du da, hä? Noch eine Goldader. Klack. 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 Mehr ist nicht zu holen. Ja. Dann gehen wir nochmal da runter, hä? Okay, nochmal gucken, ob wir was finden. Da ist irgendwas drin in dem Dickicht. Nee. So, schnell Durchlauf. Da ist eine Kiste. Wir suchen keine Kiste, wir suchen ein Grab. Da ist auch noch eine Kiste. So. Leider kann man auf das Schiff nicht drauf. Da ist doch... Da ist auch nix. Ach ja, komm! Das ist ein sehr, sehr großer Rottwurm. Darf ich wieder aufstehen? Ja, danke. Ein Hering. Den habe ich übersehen. Komm, wir gucken mal, ob wir mit Hilfe von Levitation auf das Schiff kommen. Aber das hat keine Kollision, soweit ich weiß. Oh ja, das hätte ich viel später aktivieren müssen. Ja, wir haben ja genug. Hey. Okay. Was machst du denn da? Oh, jetzt habe ich einen Trank getrunken. Nö. Nee. Kann man tatsächlich sehr weit raus, gell? Hier ist nichts. Hier an der Säule ist auch nichts, oder? Ne. Ganz klassischer Fall von Dickicht. Heilkraut. Wasserfall. Nichts hinten dran ist. Ah.
Hahn und Seegeier. Wolf. Nö. Hier ist jetzt nichts mehr. Na, ich dachte gerade schon, da wäre was, aber da ist nichts. Springen wir mal die Klippen da wieder hoch, vielleicht finden wir ja was. Es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, die Klippen zu nehmen hier. Also nicht sonderlich viel Sinn, oder? Ah, gut, dann haben wir hier eine Ogerwurzel. So. Nee, da ist ja nichts. Das macht wirklich keinen Sinn. Aber nur ein Weg nach oben. Och joa. So. Nee. Ja, gehst du hoch. Kommst da an die Tür ran. Aber ein Grab habe ich jetzt keins gefunden. War ja auch nichts, ne? Dass ich irgendwas übersehen habe. Na. Katze, hä? Ja, schön, dass du dich strecken musst. Ich sehe aber doch nichts. Nichts. Da war es schon dran. Wie viele Hinweise habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4, warte mal. Jetzt bin ich echt aufgeschmissen so langsam. Katze, was machst du da? Vielleicht hinten bei den Banditen noch irgendwo? Das könnte ich mir vorstellen. Hier kommst du ja nur hoch auf die Klippe. Hier hoch, komm. So, hoch auf die Klippe. Was anderes ist das ja nicht hier. Mach dich nützlich. Das sah gerade so aus, jetzt wird es da lang gehen. Schade! Gucken wir mal bei den Banditen, ob da noch irgendwo eine Kiste war. Nehmen wir mal schnell eine Abkürzung.
So. Hörst du auf? Sag mal. Manchmal hat er echt... Manchmal ist es echt nicht passt, mein Kader. Da war ich ja auch schon drin, oder? Ah ja, aber ich kann jetzt... Du... Das hat sich gelohnt. Da war ich ja drin. Mehr ist nicht zu holen. Maiwurzel? Ah ja. Ja, ja. Ah ja, aber da... Ja, das stimmt. Den habe ich ja stehen lassen, weil ich nicht schürfen konnte. Nette Ausbeute. Ach, oben auf der Insel ist ja auch noch... Ah, stimmt. Oh. Ah, ein Edelstein. Ja, sehr gut. Ich bin der Edelsteinsammler. So, dann steigen wir wieder eine Stufe. Das sehen wir hier gar nicht. Ne. Wie Kake. Ey, ich hab noch... Nichts zu holen. Okay, da war ich schon dran. Ich hab noch ein paar Anlaufstellen. Wo es sein könnte, wo was ist. Mehr ist nicht zu holen. Nichts. Da war ich auch schon. Da war ich noch nicht. Hier gibt's nichts. Doch, da war's schon. Was sind wir denn hier? Ach so. Ja, okay. Bandit, 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 Bandit. Weil oben gab es noch so einiges. So. Er ist eh immer nur am Schmieden. Zeig mal her, was wollte ich denn jetzt machen? Das da wollte ich machen. Ja, nee. Zwei davon. Ja. Fertig. So. Was willst du hier? Halt die Klappe. Das habe ich ja schon. Nee. So, gucken wir mal nach Tränken. So, wir können auch nur zwei. Oh, schade. Das sieht gut aus. So, dann können wir... Ach hier, Stärke. Ja.
Volle Lotte Stärke skillen hier. Fertig. Okay. Was? Zeig mir da. Der hat jetzt auch noch nichts Neues, ne? Lass dich nicht aufhalten. Doch dann. Ja. Habe ich. Will gerade mal gucken, was für Ringe ich anhab. Die Ruinen sind einfach aus dem Boden. Das weg. Oh, Akrobatik weg. Eieiei. So. Weil jetzt habe ich mehr Schutz. 45 Lernpunkte habe ich. Unterrichte. Wenn die. Und. Und. Du musst den Ring. So. Okay. So, was haben wir denn jetzt? Okay. So, speichern wir mal. Der Typ ist weg. Ich wünsch dir was. Ich dir auch. Hi Gott, noch ein paar Beeren. Aber wir haben ja Alter, ne? Trank reinkläffen. Können wir schnell da hochsprinten. So, wir haben 10. Wir haben noch nicht Hammer 10, aber gleich. 10 Stärke mehr. So. Da waren wir ja auch schon drin soweit. Geht's nicht weiter. Da ist ein Oger. Da mal gucken. Komm, lass uns den Oger killen. So. Speichern, einen Trank reinpfeffern. Fred, wart! Ach stimmt, jetzt können wir... Den Trank schlucken. Ja. Da ist nur noch einer. So. Auch die Oger machen uns jetzt nichts mehr. Nochmal von vorne. Und nochmal von vorne. Und nochmal. Nochmal von vorne. Ach ja, der letzte Kombi ist anders. Geht doch. So, da haben wir jetzt nichts Großartiges, außer wieder Gold. Da kam er her. So. Geschichte, Oger. Ich muss mal kurz raustappen.
So. Und wieder zurück ins Spiel. Okay. Gott sei Dank haben wir gespeichert. Ah ja, Risen. Risen. Ist ja so nice. Hier, mein Baby. Ja. Du sollst mir nicht alles verwackeln, du. Mach dein Händchen da weg. Du sollst dein Händchen da weg machen. Ich will jetzt da oben noch gucken, was wir da alles haben. Aber ich hatte mir meinen Speicherstand nicht zercrashed. Komm auf. So. Hat's Gott sei Dank nicht. Sehr gut. Aber hier war ja auch noch Gebiet. Alles mitnehmen, was geht. Mehr ist nicht zu holen. Achso, ja. Müsste der Safe noch ein Grab sein. Nix. Super. Ich dachte, hier wäre irgendwie noch ein Grab. Achso, wir wären auch ganz normal runtergekommen, gell, jo. Ich dachte, hier wäre noch was. Scheiße. Der Boden sieht überall gleich aus. Komm ich jetzt bei der Ruine raus, naja. Bagheera. Hallo. Sag mal. Ach. Da bleibt aber auch provokant dann vor der Kamera stehen, gell? Der Kater. So, hier haben wir nix. Wo will ich denn jetzt hin? Ich will...
Ja, das ist der eine Tempel, das ist der andere. Wo will ich hin? Südküste. Östliche Vulkangrotte. Ach so, ja. So, da haben wir da waren wir anscheinend schon drin. Ja, das war das mit dem blauen Tor. Jetzt stehen da Ogre davor. Aber gar nicht so wenig. Ich habe nicht mehr genug Mana. Ich gleich 7 Stück. 3 Stück. Da müssen sie. Oh oh. Die haben meinen Fred gekillt. Oh du Arsch! Wo willst du hin? Nirgends. Oh! Ja, reicht aber hier! Wer all weggeklatscht, was geht? Habt schau langsam voll hier. So. Ich finde das nicht okay, was du da abziehst. So, jetzt ist okay. Jetzt ist okay. So. Was war da drüben? Fred, was war da drüben? Ja, aber kein Grab oder so. Ne, noch eine Ogerwurzel. Hier ist noch eine Quelle. Da ist ein Tempel-Eingang, wo man nicht reinkommt. Aber bestimmt irgendwann raus. Ui. Ja, da geht's auch nicht rein. Nee. Da war mein erster Tempel. Dahinter will ich. Das auch nix? Nee. Eine Plattform. Dahinter will ich. So, dann machen wir es mal anders da. Wir gehen mal hier runter. Da ist ja der Druide hier. Wir wollen dahinter.
der Flug bis da hinten klappt nicht, oder? Versuchen's mal. Ach du Scheiße, ich glaub nicht, ne. Oh ne. Oh ne, der klappt nicht. Da wollte ich hin. Ah. Hier war ja kein Grab mehr, ne? Nee. Zack, da mal hoch. Ah ja, bin ich jetzt? Ja, sah auch schon wieder so aus. Eine Eisenerzader, die nehmen wir doch wieder mit. Das hat sich gelohnt. Also den Anfang hatte ich besser im Kopf wie das hier. Das ist halt auch nichts, ne? Naja. Es ist sehr, sehr langwierig, bis man da was findet. Da rüber. Da eine Höhle? Das ist eine Höhle. Ich glaube, da waren wir auch schon drin. In der Höhle. Ah ja. Aber vielleicht doch nicht. So. Na, das ist aber auch nur eine Truhe. Ach, und nochmal. Der Dietrich ist abgebrochen. Abgebrochen. Der Dietrich ist hin. Geschafft. Schutz vor Eis, Schlösser öffnen. Ring. Das war schon wieder. Ach. Reiselust. Ich habe auch Reiselust. Ja, oder hoch. Okay, was haben wir hier? Offenes Terrarium. Bevor ich jetzt da reingehe, will ich mal gucken, wo es da hingeht. Geht's doch zu dieser Ruine, oder?
Ah, die ist da. Ja. Okay. Ich glaube, an der Brücke steht auch noch so einer. Geht die Höhle hin? Upsala. Das ist diese Wolfshöhle am Anfang, da war. Da wollte ich vorhin nicht durchlaufen, scheiße. Alles klar. Da was? Nee. Es sieht aber aus wie ein Kram, ne? Wollte ich nochmal bemerkt haben. Ich glaube, da an der Brücke steht irgendwo einer, oder? Aber vielleicht auch nicht. So. Ein Grab. Aber kein Kreuz. Es verläuft nicht so, wie ich es heute gern hätte. Passt zu meiner Stimmung. Vielleicht irgendwo ein Grab oder so. Nee. Dieser Stahlbart, gell? Macht mich wahnsinnig. So eine dumme Sucherquest, echt. Ich finde irgendwo auf einer riesen Insel Gräber. Bis du es gefunden hast, könnten eventuell 10.000 Stunden vergangen sein. Aber nur eventuell. Da war noch ein toter Oger, da ist noch ein Gnom. Ein toter Gnom. Oger. Ich habe halt auch keine Gegner mehr hier, dass ich sagen kann, hier muss ich vielleicht hin. Ne, Gegner alle tot. Oder weg. Tot. Ja, alles tot. Alles tot gemacht. Bin ich wieder in dem Wald hier. Aha. Hey, locker bleiben. So. Okay, hier sind noch Gegner. Da sind noch ein paar Gegner, du.
irgendwann noch eine Heldenkrone gesehen eben. Weil ich ihn jetzt schon aufgesammelt habe. Da, wo die Grabmotten waren. Was ist denn hier? Nein. Da unten in dem Dickicht. Ich glaube, ich habe die schon aufgesammelt. Weißt du von wieder nichts? So. So. Hier war ich noch nicht. Ich habe ja Glück und finden hier was. Das ist ein Urvieh. Ja, also beste German. Aber auch nur da ist eine Kiste. Kein Grab. Meine Fresse. Das ist ja toll, dass ich so viele Kisten finde. Ich würde mal lieber diese scheiß Gräber finden. Ach ja, die Kiste geht einfach so auf. Okay. Oh, super. Ich hatte Hoffnung. Beere, super. Grünblatt, super. Oder war ich auch schon? Ein klarer war ich da schon. Ah, so ist blöd. Okay. Ah, so. Ich würde sagen, hiermit beende ich dann den Stream für heute, wenn das Spiel irgendwann beendet. Ich glaube es zwar nicht. Ich werde mal gucken, wo ich diese ganzen scheiß Kisten finden werde. Bevor wir dann den nächsten Stream starten. Und die Leute, die es auf YouTube sehen, vielleicht könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, wo diese scheiß Kisten sind. Ich finde sie einfach nicht. Ich habe so lange schon einmal gespielt. Ja, wie gesagt, wir sehen uns dann die Tage und haut rein, meine Leute.